Okay, irgendwie war das... Das hat sich richtig angehört, ne? Als wäre irgendwo was aufgegangen. Oder auch nicht. Die Rummel, die räumt erstmal um. Nee, eigentlich habe ich keine verworfene, nein. Wobei ich letztens schon zu Lesti gesagt habe oder gefragt habe. Ach, guck mal. Dass ich nicht weiß, wo der das anzeigt. Und noch eine Sackgasse. So viel zum Thema. Achso. Lass dein Schicksal größer sein als deine Ängste. Ja, und jetzt? Ah, okay. Was? Oh! Oh. Fast. Das war knapp, ne? Das war nicht so knapp. Geil. Wie weit ist der Weg genau? Als Prozentzahl. Und was heißt das, wenn das, Achso, tschüss Terranus übrigens, falls du schon. Oh, hättest du mal auf leicht gestellt. Habe ich irgendwas, was ich hier gerade kaputt schlagen kann? Wir müssen nicht bis da ganz hinten hinlaufen, oder? Und was ist gut und was ist schlecht? Oder ist das generell schlecht, wenn da was steht? Oder. Ach du Scheiße, das ist knapp gewesen. Ich darf nicht zu weit. Ich gehe irgendwie zu weit immer. Okay. Schaffen das. Drei Kreuze, ey. Bitte, 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 bitte. Nein! Ich hab's irgendwie geahnt. Oh, fuck, ey. Das war in dem Haus. In dem Haus war das irgendwie nicht so schwer. Da konnte ich das... Konnte ich das. Wo ist denn mein Mauszeiger? In dem Haus konnte ich das irgendwie besser abschätzen.
bin schon noch einen Schritt nach hinten gegangen. Ich lese sofort, Kai. Ich versuche mir mal eben eine Runde Einsicht im Ozean. Also bei mir steht eigentlich immer das Gleiche. Ungefähr 3,7. Ist das viel? Ich gehe mal vorsichtshalber immer einen Schritt nach hinten, ne? Weil ich irgendwie immer einen Ticken zu weit laufe, aber... Na, das wäre jetzt schon fast zu weit nach hinten gewesen, ne? Das bedeutet es bisher... Aha, okay. Minuten? Okay. Also ich meine, eigentlich steht das immer ungefähr so da. 3,7, 3,6. Ich meine, ich würde da immer irgendwie stehen. Ich bin schon wieder in einem anderen Haus. Ja, schon wieder. So. So viel dazu, dass ich nicht recht behalten habe, dass wir den Tatort von dem Mädchen inspizieren und das Game dann vorbei ist. Hallo, junger Mann. Oder junge Frau, man weiß es ja nicht. Das tun wir lieber nicht. Oh, Annikas zu Hause. Ach so, okay. Und ein Schlüssel. Natürlich. Was mache ich denn jetzt? Ich kann auch jetzt nicht so da durchlaufen, ne? Sterbe ich doch. Weil wir können es mal zu 3,7 von 1,75 Stunden. Okay, aber es sinkt ja auch teilweise. Ja gut, okay, es würde ja trotzdem Sinn machen, dass es teilweise sinkt. Ich versuch's einfach mal. Ich bin schon wieder in einem anderen Haus. Okay. Ich glaube auch nicht, dass es was bringt, wenn ich durchrenne.
Ich bin schon wieder in einem anderen Haus. Okay, wir müssen irgendwas anderes vorher machen. Hello Paranoid. Darf ich dich so nennen? Paranoid? Ich glaube, das kann ich mir ganz gut merken. Also erstmal paranoides etwas, natürlich aber den ganzen Namen. Kommst hier rein und ich gebe dir direkt Spitzname, ne? Okay, ich guck mal eben, ob hier doch irgendwie jetzt eine Tür aufgegangen ist. Ah, ja. Man sollte vielleicht auch einfach mal gucken, ob man den Schlüssel für die verschlossene Tür verwenden kann. Dann, ja, macht Sinn. Okay, ist der Lichtschalter an? Der ist an, ja. Okay. Der ist jetzt an. Nebenan läuft wahrscheinlich ein Generator, ne, für das Licht hier. Ach, das ist ein Ventilator. Also hier möchte ich eigentlich nicht so gerne drauf treten. Okay. Ein Pentagramm. Was hat deine Mutter bloß gemacht, Annika? Das können wir uns auch alles denken, was die gemacht hat, ne? Also, dass die... Die hat wahrscheinlich versucht, ihr Kind zurückzuholen und, dadurch ist es passiert, dass Annika gefangen ist. In diesem unendlichen immer wieder Sterben, Sterben, Sterben. Ich hoffe, es bekommt gleich noch einen kleinen Plot-Twist. Ich hoffe es sehr, dass es nicht so ist, wie ich es denke. Die Tür ist weg. Okay. Okay. Hier ist alles wie vorher. Mein Zuhause! Mist. Voll die gute Idee. Mein Kind ist tot. Sie war alles, was ich hatte. Wir kamen nach Dormund, um Frieden zu finden. Ich dachte, wir könnten hier neu anfangen. Aber nun ist sie fort und ich bin ganz alleine. Wenn ich doch nur noch einmal mit ihr sprechen könnte. Okay, vielleicht wollte sie sie nicht zurückholen, sondern noch einmal mit ihr reden. Wobei, wenn wir ehrlich sind, wenn man dann mit einmal mit einem Toten gesprochen hat, dann will man das immer wieder. Weil dann fallen einem immer wieder Sachen ein, die man ihm hätte vielleicht sagen wollen oder die man ihm erzählen möchte oder, oder.